Ja, heute darf ich euch bei Sommelier TV einen interessanten Cuvée aus Spanien vorstellen. Und zwar aus der Region Toledo. Und zwar ist es ein RKVO, ein Cuvée zu 5% aus Merlot und zu 95% aus Tempranillo. Eine interessante Kombination. Tempranillo als die heimische Rebe und Merlot als die international verbreitete Rebe verbinden sich in einem spanischen Wein. Und das klingt ganz interessant. Das möchte ich euch natürlich auch zeigen. Und habe eben diesen Wein besorgt. Er ist aus dem, wie gesagt, aus dem Jahre 2009. Und die Farbe ist schon extrem dunkel. Man kann schon feststellen, da ist sehr, sehr viel Extrakt und sehr viel Fülle, da ist vollmundig. Das kann man schon an der Farbe jetzt schon sehen. Er hat sehr dichte Schlieren, also sehr hohe Viskosität. Sehr, sehr dunkel. Tiefschwarzes Auge, ganz, ganz dezente Aufhellung am Rand. Er hat dieses Rubinrot, ein bisschen kombiniert mit Violett. Und was eigentlich, so viel ich weiß, typisch ist für Spanien, diese kräftigen roten Farbtöne. Und ja, ganz klassisch. Und da bin ich nochmal ganz gespannt. In der Nase ist sehr fruchtig, aber auch wirkt er reif. Irgendwie ein bisschen erinnert es an Holz. Wir haben Vanille dabei, wir haben Leder, wir haben nasses Holz dabei, ein bisschen Erde, das schon in der Nase. Ein bisschen Moos, schon mal ganz interessant. Aber auf der anderen Seite auch noch diese wunderschönen Beeren. Mango ist dabei genauso, als exotischer Touch sozusagen, was ein bisschen Frische einbringt. Aber auch dunklen Beeren, Waldbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, ganz deutlich. Kirsche, Weichseln ist auch im Vordergrund der Fruchtstruktur. Und am Gaumen. Die Tanniner sind noch eine Spur zu stark. Ist zwar jetzt schon super trinkbar, eigentlich sehr schön. Für mich persönlich sind die Tanniner aber noch zu stark. Die Frucht kommt erst ein bisschen später im Vordergrund. Wir haben bei dieser Fruchtstruktur wieder die dunklen Beeren, wieder Weichseln, wir haben Brombeeren dabei, Kirschen sind wieder da und erst später noch in einem langen Abgang kommen dann diese ganzen rauchigen Töne, die erdigen Töne, ein bisschen Holz kommt dann wieder, Leder, aber sehr interessant. Und das ist wieder ein Wein, der wirklich sehr, sehr viel Luft braucht eigentlich. Deswegen, den Wein habe ich auch schon seit einigen Stunden offen, dass er einfach Luft kriegt. Und der hat er gebraucht. Ich habe nämlich noch ein Öffnen probiert. Aber das Ganze noch ziemlich zu gedeckt und die ganzen Aromen waren eigentlich eine Bombe, die was eingeschlagen haben, aber ohne wirkliche Wirkung, ohne einen Weg. Hätte es einmal Luft hat, ist er offener. Ist diese Fruchtbombe da, da ist aber gleichzeitig auch diese typische spanische Fruchtkomponenten da. Es ist sehr reife Weine. Eigentlich sehr interessant. Tempranillo, in meinen Augen eine sehr unterschätzte Rebsorte. Merlot genauso. Das sind alles Rebsorten, die eigentlich sehr vielschichtig sind, mit denen man sehr, sehr viel machen kann. Und wir haben dort in diesem Gewebe eine sehr schöne Kombination. Und ich kann wirklich nur wärmstens weiterempfehlen. Hervorragend zu Wildgerichten. Mit Preiselbeeren, Hirschragout, sowas in der Richtung. Total spannend, total interessant. Und auch im Gaumen. Wunderschöner langer Abgang. Der zieht sich aus. Die Tannine sind da. Die Struktur, die Fruchtstruktur wird dadurch aber nicht negativ beeinträchtigt. Sondern das Ganze ist ein wunderschönes Rad, das sich da dreht. Und am hinten zum Schluss kommen dann die ganzen Erdtöne und Reife. Es ist nur ein bisschen Vanille da. Man hat den Hauch von einer Honigmelone am Gaumen. Es ist da. Weichsel, Kirsche, wie ich schon gesagt habe, und wirklich sehr, sehr spannend. Ein Wein, der was Zeit braucht, auch in der Flasche zu reifen. Sollte nicht zu früh getrunken werden, sollte aber jetzt gekauft werden, und auch wenn er reif ist, ist natürlich teurer, ist klar. Und jetzt ist er noch preislich sehr erschwinglich. Und ja, ich kann ihn wirklich nur wärmstens weiterempfehlen. Der macht Spaß für alle, die kräftige Rotweine lieben. Wie gesagt, 14%, 95%. Tempranillo 5% Merlot und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.